Ja, ihr seid jetzt. Es kommt ein trauriges Lied, das merkt man mal daran, sobald ein Gitarrist ein Kapodaster auspackt, kommt ein trauriges Lied. Das ist ein Untrüger, oder, Philipp? Was, verstehst mich nicht? Vielleicht ganz Publikum so simultan. Ach so. Weil man hört es man nicht. Ich habe gesagt, wenn Kapodaster kommt, kommt ein trauriges Lied. Ja, genau. Ich hab immer Kapodaster. Das ist aber ganz schnell geklärt hier. Ach, hast jetzt das kommt daher, das kann ich mal erklären, weil man oft auch, also mir geht es zumindest so, dass man oft im Stillen so traurige Lieder schreibt, dass man auch nicht einfach so rausschreit. Also bei mir auch mal, wenn ich nachts nach Hause gekommen bin, wo ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, irgendwie im Zimmerlein oben ganz leise, und dann merkt man irgendwann, wenn man es richtig singen will, das ist gar nicht die Tonart. Und dann muss man das noch irgendwie ein paar Bühne nach oben machen, dass das dann so richtig raus darf. Da hat er recht. Oder? Also, ja. Also bei mir. Ja.